So, und zu guter Letzt kommt das Museumsschiff Rau 10, 11 oder wie soll das sein? Naja, auf jeden Fall das Schiff Rau. So, schauen wir uns das jetzt mal das an. Ja, machen wir doch erstmal einen Rundgang an Bord, also an Bord draußen. Ja, das ist doch mal eine tolle Treppe hier. Ne? Auch tolle Zugänge hier. Uff. Ja, könnte wahrscheinlich auch ein Schlepper sein. Oder täusche ich mich da? Na du, so eine Brücke da, das gucke ich mir gleich mal an. Also hier geht's rauf. Und dann haben wir da nochmal ja, eine Brücke dahin. Das mache ich dann nachher. Zuerst einmal mache ich mal hier draußen das Oberdeck. Ja, und auf der Backbordseite wieder genauso eine gleiche, nette, konstruierte Treppe. Da hat sich mal einer kreativ was einfallen lassen. Hat auch was. Ja, und das ist dann schon wieder das Ende. So, gehen wir doch mal jetzt mal über die Brücke. Ich nehme an, dass ich denn hier auf das Mitteldeck oder Oberdeck. Was ist richtig, Leute? Wo sind die Seefahrer? So, jetzt mal wieder ab die steile Treppe nach oben. Ne? So. Oh, ja. Ich liebe es. Oh, wieso müssen Schiffe eigentlich immer so eine steile Treppe haben? Oh. Ja, das war wohl doch kein Schlepper in dem Sinne. So, wenn ich das mal richtig sehe, ist das wohl ein Walfänger. Das soll wohl hier eine Walfangharpune sein. Nehme ich mal an. So, und jetzt? Ah, ja. Jetzt ergibt auch diese komische Brücke Sinn. Wenn man oben vom Aussichtsplatz, Oberdeck da oder wie auch immer, eine Wade gesehen hat, brauchte man nicht erst Treppe runter, die nächste Treppe hoch, kommt man gleich über die Brücke hier zur Harpune rennen. Was natürlich dann wesentlich einfacher ist, als Treppe runter, Treppe rauf. Raffiniert. Ja, wenn ich mal hier bin, ne, so eine Aussicht sollte man dann auch mal nutzen und genießen. Ja, aber nun auch nicht jeden Tag. Naja, und das U-Boot Wilhelm Bauer. Leider ist das zwar auch ein Technikmuseum, aber eigenständig, gehört leider nicht zum Deutschen Schifffahrtsmuseum. Schade eigentlich. Naja, nochmal ein Steuerstand für sich alleine. Oder extra, keine Ahnung, wie man das jetzt formulieren will. Ja. Miep, 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 miep. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Ja, ne, auch eine tolle Aussicht. Hört's mir auch. Ja, wie ich vorhin vermutet habe, man landet denn auf dem Deck. Natürlich wieder über so eine absolut nette Treppe hier. Ah, also so runtergehen kann man zwar, aber so rückwärts runter ist echt praktischer. Hat man weniger Sorgen und Ängste und Nöte auf die Fresse zu fallen.
Oh, ja. Na nu, wo kommen wir denn hier hin? Ja, ist klar. Kaum ist man drin, findet man einen Lokus. So, ja, auf jeden Fall irgendein Aufenthaltsraum, aber irgendwie ist keine Beschriftung hier. Ich kann nur sagen, ja, es ist jetzt hier irgendein Aufenthaltsraum, aber wofür der Nutze sein soll, keine Ahnung. Hier ist auch keine Beschriftung, man kann aber ein Gerät sehen, keine Ahnung, wofür der Nutze sein soll. Aber das hier, das scheint wohl der Funkraum gewesen zu sein, oder ist es immer noch, oder wie auch immer. Dann bin ich wieder auf dem normalen Oberdeck. Oh, jetzt gehen wir doch mal hier rein. Schauen wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Naja, scheint hier wohl die Offiziersmesse zu sein. Ja, weil hier ist nämlich gleich schon die Kombüse. Und ich muss sagen, Mensch, im Gegensatz zur Stier und zum Seefalken, ist die Kombüse hier doch mal richtig geräumig. Ne, das ist ja hier reinster Luxus, ist das hier. Ne, ja. Ah ja, richtig, ein Walfänger. So, mal gucken. Noch mal weiter. So, aha, da ist noch eine offene Tür. Mal gucken, ob wir da mal an den Maschinen rumkommen. Wäre ja auch mal was. Ja. Ja gut, Maschinenraum sind wir noch nicht, aber so, aber dicht dran hier sind wir. Dicht dran, weil so wie es aussieht, diese Treppe geht zum Maschinenraum, da gehen wir doch mal hin. So Leute, guckt euch mal diese steile, hohe Treppe ab. Schaut es euch an. Ich bin eben 150 Meter tief in den Maschinenraum geklettert. Zollt mir Respekt. Dicke Trommel. Ja, ne, manchmal, wenn ich mir so die Mannschaftsquartiere so anschaue, also wenn ich mir aussuchen könnte, welcher Teil ich von einem Schiff wäre. Ist das hier noch mit Kohle beheizt gewesen oder wonach sieht das hier aus? Hä? Hä? Ist das hier noch... Ey... Warte, komischer Bunker hier. Soll das hier eine Kühlanlage für das Fleisch gewesen sein oder war das jetzt Heizanlage für Kohle? Interessant. Sieht aber ein wenig beängstigend aus irgendwie, muss ich sagen. Aber wenn nochmal auf die eigentlichen Punkte zurückzukommen, also wenn ich mir aussuchen könnte, welcher Teil ich vom Schiff wäre, also Crew oder so, ja, ich würde den Motor nehmen. Der hat eindeutig den meisten Platz, wie man sieht. Ja, Maschinenraum und die Maschine, na, dem geht's gut. Ja. So, mal gucken, wo kommen wir jetzt wieder mal hier raus hier? Ja. Uiuiui, uiuiui, ja, verdammt, bin ich schon so klein, das ist trotzdem noch für mich beengt.
Hallo, jemand zu Hause? Ah, ja klar. War wieder keiner da. Hocken wir wieder alle in eine Kneipe und saufen. Drecksäcke. So, und jetzt geht's wieder die 150 Meter Leiter ab nach oben.